Der Arme, ich habe irgendwie das Gefühl, der verreckt irgendwann. Der ist richtig im Arsch. Ah, das ist das Ganze. Mehr kann man nicht mit dem reden. Okay, Prothesenmodul verbessern. Schauen wir uns das jetzt mal an hier. Wo sind wir denn jetzt hier gerade? Beim wirbelnden Wurfstern oder was? Können wir nicht auch noch in eine andere Dingens rein? Prothesenmodul zum Verbessern wählen. Wir können ja nur das eine hier nehmen, ne? Oder zurück, Prothesenmodul verbessern. Okay, scheinbar echt nur das eine. Wirbelnder Wurfstern. Ein verbesserter Wurfstern, der mit Rotationsenergie gestärkt wird, verbraucht Geistembleme, reduziert Vitalität und Haltung von Feinden und füge springenden Gegnern größeren Schaden zu. Spannt man die Feder länger, dreht sich die Klinge nach der Landung weiter und verletzt Feinde mehrmals. Es handelt sich im Grunde um einen Kreisel mit Klingen. Aha. Was brauchen wir da unten denn für Materialien? Schießpulver oder was ist das? Ich glaube schon, ne? Und sonst ist ja alles gesperrt. Was haben wir hier? Ach genau, schwarzes Schießpulver. Ah ne, Eisenschrott ist das, ne? Eisenschrott, ja. Ach, da steht's doch auch. Ach, man kann mehrmals Dreieck drücken, weil da auch drei Felder unten sind. Ja, man sollte auch weiterlesen. Okay, Eisenschrott haben wir nur 2 von 3 erstmal. Das heißt, das geht nicht. Genug Geld haben wir theoretisch schon, wenn wir die Beutel aufmachen. Können wir eigentlich mal machen. Was ist das denn hier? Federgeladenes Feuerwerk. Ein verbessertes Feuerwerk mit Sprungfeder verbraucht Geistembleme, erzeugt einen lauten Explosionsknall mit Blitz, der Feinde zurückschrecken lässt und der Haltung von Tieren Schaden zufügt. Wenn man den Federmechanismus auflädt, wird das Schießpulver effektiver verteilt und die Reichweite in alle Richtungen erhöht. Aha. Federgelagertes Flammenrohr. Das noch. Und hier haben wir noch die federgelagerte Axt. Die Stärke der gelagerten Axt in ihrem Gewicht, durch das sie Angriffe abwehrt und einen einfachen Holzschild zerstören kann. Das Aufladen des Federmechanismus ermöglicht es, dass trotz des Gewichts der Axt große, schwungvolle Angriffe ausgeübt werden können. Aha, es dauert aber länger. Machen wir erstmal das. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal auf jeden Fall unsere Dingens hier auf. Unsere ganzen Geldbeutel. Alle. Einfach mal plus 700. Zieht euch das mal rein. Krass. Und dann haben wir noch den schweren Geldbeutel. Den machen wir auch mal auf. Einfach mal plus 500. Wieso auch nicht? Easy. Geil, ey. Dann zeigen wir die Prothese und verbessern die. So. 1300 haben wir aktuell. Heftig, heftig. Machen wir natürlich mal. Information der Stufe 3 freigeschaltet. Langfunke. Das können wir uns auf jeden Fall alles nochmal in Ruhe durchlesen. Was machen wir denn mit dem Rest vom Geld? Gucken, dass wir nicht sterben und das verlieren, würde ich sagen, ne? So. Reden wir noch mit der Frau hier. Ups. Jetzt können wir auf jeden Fall den geladenen Wurfstern wieder nehmen. Kürbissamen geben. Haben wir noch keine? Reden. Das haben wir, glaube ich, auch schon gehört. Dewa. Tja, wo gehen wir denn als nächstes hin? Ich würde sagen, wir gehen nochmal zu diesem Ort. Angriffskraft steigern. Die Option Angriffskraft verbessern wurde im Figurbild freigeschaltet. Du kannst dich jetzt Kampfveränderungen stellen, um deine Angriffskraft zu steigern. Dadurch fügen deine Angriffe Vitalität und Haltung mehr Schaden zu. Cool. Wie geht das? Rasten, Geistembleme kaufen. Kann man hier auch. Ah, ach so. Wie viele können wir denn kaufen? Jo, 110, ey. Wie viele haben wir denn überhaupt noch? 69. Dann will ich erstmal keine kaufen. Warum extra Geld ausgeben? Fähigkeiten erwerben? Auch noch nicht. Das würde ich gerne auch als nächstes nochmal machen. Wobei, Nachtschwalbenhieb hört sich auch geil an. Oh Mann, ey. So viel, was man machen kann wieder. Körpermerkmale verbessern können wir auch noch nicht. Angriffskraft verbessern können wir aber. Durch Konfrontation der Erinnerung Gyobu Oniwa. Warte mal, bedeutet das, dass wir dann nochmal gegen den kämpfen müssen? Scheiße. Das wissen wir natürlich jetzt gar nicht, ne? Aber nachher verlieren wir unsere ganzen Fähigkeitspunkte wieder. Mist, was machen wir denn jetzt? Relikt Gyobu. Eine Erinnerung an den Kampf gegen einen starken Gegner. Obgleich die Erinnerung weit zurückliegt, stärkt es den Wolf, sie sich wieder zu vergegenwärtigen. Gyobu Oniwa war einst ein berüchtigter Banditenanführer in Ashina, wurde jedoch von Isshin bezwungen. Dieser war derart von dessen Stärke beeindruckt, dass sie ihn als Krieger von Ashina aufnahm. Später wurde Oniwa Genichiro Ashinas treuester Gefolgsmann.
Angriffskraft wurde erhöht. Ach krass, mehr muss man nicht machen. Oh, zum Glück, ich dachte, wir müssen jetzt nochmal gegen ihn kämpfen. Hihihi, Glück gehabt. Okay, alles klar. Ja, nee, das war jetzt Mist. Wir wollen ja natürlich jetzt nochmal da dran reisen. Wir gehen nochmal zur Ashina-Festung. Ich will nochmal ganz kurz schauen, was es da noch zu entdecken gibt. So. Oh, ich muss mal ganz kurz ein Auge jucken hier. Ach, so. Boah, der Kampf war aber nice, ey. Aber ich finde, das ist alles machbar. Also, ich habe so viel gelesen auf Reddit und so, dass die Leute alle voll am Eskalieren sind, wie scheiße schwer das Spiel ist und sind sich am Aufregen und alles. Natürlich nicht alle und nicht viele, aber manche natürlich. Und ich finde es nicht schlimm. Ich meine, natürlich rege ich mich immer wieder auf, habt ihr ja jetzt auch wieder gesehen. Aber meistens rege ich mich auch größtenteils, wenn ich jetzt sage zum Beispiel, warum weichst du nicht aus? Warum machst du das nicht? Scheiß Game und so. Ich reg mich eigentlich wegen mir selbst auf. Weil das Ding ist nämlich, dass ich selber immer diese scheiß Fehler mache und immer versuche, die Schuld dann auf jemand anders zu schieben, aber eigentlich bin ich selber schuld. Dieser blöde Typ mit der Pistole, ne? Das ist immer der Erste, den man töten sollte. Das war's heute. Um den kümmern wir uns gleich. Wo sind die anderen Kollegen da? So. Das hört sich so behindert an. Mein werter Kollege. So, jetzt sind wir nämlich auch auf Stufe 2. Können dann gleich nochmal einen Skill erlernen. Geht aber, glaube ich, noch nicht von hier aus, ne? Nee. Okay. Kollege da hinten ist auch wieder am Start. Ja, lauschen müssen wir jetzt nicht nochmal. Aber interessant, dass es das nochmal gehen würde. Kann man jetzt von hier aus aufmachen? Kann man auch nicht. Aber ich glaube, ich weiß jetzt von, also wie wir das dann gestalten können. Aber auch interessant, dass man auf dem Schlachtfeld hier dann kein Bonfire bzw. kein Buddha bekommt, wie man das normalerweise so gewohnt ist aus diesem Game. Oder bekommt man den tatsächlich? Ach, den bekommt man tatsächlich. Da vorne ist er doch. Ich bin ja auch bescheuert. Jetzt hätten wir gar nicht kämpfen müssen. Perfekt, dann können wir nämlich jetzt direkt eine neue Fähigkeit erwerben, und zwar hier einmal dieses Schleichen. Zack. Schleichen geht dann nochmal auf Stufe 3. Geräuschunterdrückung, Shinobi-Blick, die den Schaden für die Haltung nach einem erfolgreichen Mikiri-Konter erhöht. Okay. Die Augen eines Schwimmenden ahnen immer die Bewegung einer Klinge voraus, auch dann gefasst sein, wenn man Angst vor einer scharfen Klinge hat. Geräuschunterdrückung, einer, die unterdrückt, indem sie das Hüpfen eines Feindes hemmt. Und dann haben wir noch Übersprung. Ein Shinobi-Kampf für uns, mit der man hinter einen Feind mit durchbrochener Haltung gelangt. Diese Kampfkunst ermöglicht es, eines von Hinterrücks-Todesschlägen mitten im Kampf ohne getarnt zu sein. Oh, geil, ey. X bei durchbrochener Haltung, Übersprung, springen über und hinter den Feind. Oder wir machen den Nachtschwalbenhieb. Wie nicht genug Fähigkeitpunkte. Achso, ach ja, wir haben ja gerade geskillt. Ah, ich bin noch bescheuert. Okay. So, haben wir das schon mal. Bevor wir da lang gehen, möchte ich gerne nochmal hier lang. Möchte mich diesen Shortcut noch öffnen. Wo man hier überall gegen den hätte kämpfen können. Ne? Wir haben uns die ganze Zeit nur in diesem hinteren Teil aufgehalten, aber es ist so weitläufig hier. Mit dem kann man nicht sprechen, ne? Nee. Hier scheint man auch wieder irgendwo hinzukommen. Das ist die Brücke. Ah! Verstehe!
Hey, jetzt kann man da ohne Probleme rüber, oder was? Ohne dass die Schlange einen komplett zerberstet? Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Guck mal an, hier ist auch noch was. Und da ist die Tür gewesen. Da geht's auch noch hoch. Oh Gott, oh Gott. Keramiksplitter. Ach, guck mal an. Haben wir wieder einen Händler gefunden. Ja, geil. Ziemlich makaber, unser Paradies ist ein Schlachtfeld. Geil, was kann man denn jetzt hier alles ausgeben? Tropfen Drachenblut, was ist das denn schon wieder? Dieses Objekt wird nur selten von einem göttlichen Erben des Drachenbluts zurückgelassen, erhöht die Auferstehungsmacht leicht, stelle Leben wieder her bei jenen, denen es genommen wurde. Biete diesen Tropfen mit einem Erholungsamulett in der Hand bei der Figur des Bildhauers da. Biete da, genau. So werden Opfer der Drachenfäule geheilt. Das fortwährende Husten muss enden. Geil, das nehmen wir mal mit. Kann sein, dass wir damit unseren Kollegen heilen können, gegen Mittelpuder. Können wir theoretisch auch kaufen, würde ich erstmal nicht machen. Handvoll Asche, auch nicht leichter Geldbeutel. Wo macht das denn Sinn, wenn wir einen leichten Geldbeutel holen? Für 110 vor allen Dingen. Was ist das denn für ein Wucher? Wir kriegen 100 raus und zahlen 110. Das macht doch gar keinen Sinn. Genau wie hier. Will der mich verarschen? Feuerwerk. Ah, 1000 Kürbissamen. Oh nein, uns fehlen genau 2 Münzen. Ach shit. Ich glaub's nicht. Der Mistkerl. Uns fehlen genau 2 Münzen. So ein Mist. Hätte ich das vorher gesehen, hätte ich die zuerst gekauft. Scheiße. Das nächste Mal wissen wir Bescheid. Haben wir irgendwas, um Münzen zu generieren? Haben wir nicht. Ah, Mist. Mist. So ein Mist. Okay. Alles klar. Wir kommen sofort nochmal zu dem. Geil, dann hätten wir 4 Ladungen für unsere Kürbisflasche, Freunde. Zieht euch das mal rein. Wer ist das? Ist das ein Gegner oder ist das ein Gegner? Nee, ist kein Gegner. Man kann mit dem reden. Okay, bevor wir aber mit dem reden, gucken wir uns mal ganz kurz um. Kügelchen gefunden und Shortcut öffnen. Ja, wunderbar, Freunde. Wer ist das denn? Noch einer, mit dem man reden kann? Hey. Hi. 何も変わりやしないよ。戦は続き。屍は積まれ、炎鎖ばかりが満ち満ちる。あんた、考えたことがあるかい？そういう炎鎖がどこに積もっていくのかを。ないだろう。ないだろうね。 Eine Philosophin, wa? So, Yumono da. Ey, manchmal habe ich das Gefühl, ich habe so viele Serien, also Animes schon geguckt, ob mit japanischen Untertiteln, dass ich so teilweise manche Sätze auswendig kann. Will er kämpfen? Will er kämpfen? Aber der ist voll groß. Warum sind wir so klein? Und er will echt mit uns kämpfen. Shinobi Gisto an Natsukashi. Naruhodo. Sekiwan no Okamika. Kinitazo. Naraba. Sekiro. Onushi o so yobo. Omae wa nanda. Washi wa Ashina no Tengu yo. Oh, Sekiro.
お主もネズミ狩りをせぬか。なんだと。この足なにはネズミが入り込んでおる。うじゃうじゃと我が物顔でな。ネズミもいろいろじゃが、それを片端から切り捨てるのよ。どうやらお主にも一切りの才がある。その才を磨くのに役だと。 Wieso nicht? Cooler Typ irgendwie. Rattenbeschreibung. Eine Beschreibung von Ratten, die sich in Ashina eingeschlichen haben. Sprich nochmal mit dem Tengu. Tengu, wenn du dich um die Ratten gekümmert hast. Die Rattenattentäter aus dem Senpo-Tempel. Klein, tragen Bambushüte, viele Ratten lungern herum. Zuletzt nahe dem Ashina-Burgtor gesichtet. Nezumi no kao, sore to suana ja. Kitte maire. Sasureba, onushi no ikusa ni yakudatsu mono o yaro. Cool, geil, Mann. Einfach mal so eine Quest von dem. Das ist ja mal nice. Kann man nochmal mit dem reden? Kitte maire, sasure. Okay, nee, kann man nicht. Ey, das ist ja mal nice. Das gefällt mir. Ich habe echt gedacht, wir kloppen uns jetzt noch mit dem, aber scheinbar nicht. Und irgendwie weiß er auch, geil, ein Geldbeutel, da müssen wir nicht mehr kämpfen, um das zu kaufen gleich. Und scheinbar, was wollte ich denn jetzt schon wieder sagen? Ich vergesse mal, was ich sagen wollte. Scheinbar, kennt er auch diese Prothese? Das scheint ihn etwas zu erinnern. Ich gucke auch nochmal hinter die Tore hier, ihr wisst, ne? Es kann überall, kann es was geben. Und er hat uns jetzt endlich den Namen gegeben. Ich meine, war ja eigentlich schon klar, dass wir dann Sekiro sind, aber jetzt hat er es ausgesprochen. Und jetzt holen wir uns die Kürbissamen. Ach Mist, ja, wir müssen ja auch erstmal die... Komm, hier, zack, wir müssen das ja auch erstmal einlösen. Fällt mir gerade ein. Tsching! Kürbissamen kaufen. Hoi. Geil. Tja, dann müssen wir doch nochmal zu der alten Dame und die fragen, ob wir von der Dingens bekommen. Eine neue Ladung. Und ich glaube, das hier ist auch das alte Ashina-Burgtor, oder? Wenn ich mich nicht komplett irre. Zum maroden Tempel. Eigentlich kann man das immer voll abkürzen, indem man direkt diese Schnellobjekte-Dinger nimmt. Ne? Ich vergesse das aber auch irgendwie immer. Ich habe mal Bock, zu diesen Tempeln zu laufen. Spart eigentlich Zeit. Kann man mehr schaffen in einer Folge. Muss ich mir mal angewöhnen. So. Voilà. Okami-dono. Yoku mairaremashita. Ich auch. Zack, maximale Verwendung der heilenden Kürbisflasche erhöht. Jawohl. Onegai shimasu. So, dann gehen wir mal ganz kurz nochmal hier rein, weil wir können ja was darbieten, ne? Moment, müssen wir jetzt erstmal mit ihm reden? Oh ne, okay. Okay. Die Frage ist halt, was passiert jetzt? Kommen wir jetzt automatisch wieder in dieses eine Gebiet? Oder kommen wir jetzt in ein anderes Gebiet, dadurch, dass wir das ja jetzt da bieten können, sollen, wie auch immer? Wer weiß. Hä? Nee. Wir haben doch was zum An... Wir haben doch was bekommen, oder nicht? Gehen wir nochmal ins Dingens hier, ins Menü. Tropfen von Drachenblut, genau. Dieses Objekt wird nur selten von einem göttlichen... Biete diesen Tropfen mit einem Erholungsamulett in der Hand bei der Figur des Bilders. Also werden Opfer der Drachenfeuer geheilt. Das, ach so, wir brauchen dazu noch dieses Erholungsamulett. Das haben wir aber nicht, ne? Dann behalten wir das Ding erstmal. Ja gut, ich hab's verkackt mit dem Lesen. Sorry, das war mein Fehler. Ashina-Burgtor, da ist es doch, genau. In der Nähe des Ashina-Burgtors wurden auch die Ratten entdeckt. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal gucken, ob wir diese Ratten finden und dann kämpfen wir erstmal gegen die. Geil.
Wieder nur gequatscht in dieser Folge. Junge, Junge, Junge. So viel zu tun hier auch wieder. Das ist echt krass. Aber ich find's geil, dass das Spiel auch so schnell lädt auf der PlayStation Pro. Nice. Kann man sich an denen vorbeischleichen hier unten irgendwo? Nee, ne? Hier oben auch nicht. Sieht zumindest nicht danach aus. Ist der allein? Ich glaube, der ist allein, ne? Ja. Ach komm, let's go. Ach, das ist sogar so ein Heini wieder mit seinem blöden... Wie nennt man das? Mit seinem Schießrohr da. Mit seiner Pistole, Gewehr, whatever. Zack. Kann man das Tor denn theoretisch auch aufmachen? Nee, ne? Nee, kann man nicht. Okay. Da sind die Ratten. Oh, 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 die sind ja voll stark. Oh, ah, ah, shit. Ach du Scheiße, Mann. Die sind ja übel. Ach du Kacke, ey. Aua, ach, die haben auch noch Gift. Oieieiei. Okay, gib mir eine Sekunde. Ich muss erstmal wieder klarkommen. Scheiße. Okay, okay, okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Jesus Christ. Na, das war nicht das, was ich haben wollte. Shinobi Feuerwerk, geladener Wurfstern, genau das. Habe ich nämlich verkackt einzusetzen. Von hier aus kommt man da nicht hoch, blöd, ey. Naja, gut. Aber von hier. Mist. Einen haben wir. Die anderen sind noch unentdeckt. Wir töten den rechten, obwohl ne, der linke. Der ist weiter hinten. Schwarze Schießpulver erhalten, okay, sehr schön. Der mit seinem Drecksgift, boah, geht er mir auf den Keks, ey. Boah, der lässt sich aber auch schwer besiegen, ne? Ach, warte mal, ich habe eine Idee, wie wir das machen. Oh, 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 oh. Aua. Boah, der lässt sich aber auch nicht so leicht linken, ey, ne? Der ist echt anstrengend. Jetzt aber, zack. Boah. Die Wichser sind echt stark, ey. Junge, zumindest der eine. Alter, Alter, was geht denn mit dem ab? Kügelchen erhalten, zum Glück wieder, ja. Bringt uns natürlich jetzt nicht so viel. Aber geil, wir haben die Ratten erwischt. Alle drei. Die Frage ist halt, respawnen die oder tun die das nicht? Aber ich würde sagen, dann gehen wir nochmal ganz kurz zurück und gucken mal, ob wir dem Kollegen Bericht erstatten können. Dass wir die erledigt haben.
Aber gut, dass ich noch auf die Idee mit der Axt kam. Dieser Penner mit seinem Schild, ey, das ist ja echt ätzend gewesen. Bro, die Ratten sind down. Oh, Nezumi o katta yo ja na. Oh. Yahari onushi ni wa hitokiri no sai ga aru. Yoshi, hobi ja, totte oke. Ashina Esoterik-Text. Kompendium des Ashina-Schwertstils ermöglicht das Erlernen von Fähigkeiten des Ashina-Stils. Es liest sich wie die Geschichte der zahlreichen Kämpfe des jungen Ishin, mit denen er seine Technik mit dem Blut seiner Feinde perfektionierte. Er benannte seine gesammelten Techniken nach seinem Clan, den Ashina-Stil. Ashina-Ryuja. Ryuha toyutemo katakurushii kimarigoto nado nai. Tada, iksa ni katsu. その一時を至上とする剣よ。ネズミ狩りに何よりお主の戦に役立てるがいい。Nice. Thank you, sir. Sehr geil. Achso, ja, das können wir jetzt hier gar nicht sehen, glaube ich. Dafür müssen wir erstmal wieder nach da hinten zu diesem Burgtor. Zu diesem Buddha. Da können wir uns diese Fähigkeiten noch einmal ansehen. Aber es ist echt geil, wie man hier belohnt wird, wenn man so gewisse Sachen auch immer macht und immer wieder so ein bisschen schaut, was man so machen kann und so weiter. Shinobi-Künste, Prothesen, Ashina-Künste sind jetzt hier noch mit am Start. Zwei Punkte. Ishin-Monji. Gewährt ihr die Kampfkunst davon? Ishin-Monji führt einen schweren Überkopf-Schwertschlag aus. Fügt der Haltung schweren Schaden zu, stellt die eigene Haltung mit einem starken Vorwärtsschritt wieder her. Die unbeirrbare Beherrschung dieser Technik macht die Stärke des Ashina-Stils aus. Einmal gemeistert, kann sie sicherlich verbessert werden. Cool. Geil, dann können wir das jetzt auch machen. Das ist ja nice, ey. Hammer. Dann rasten wir jetzt nochmal. Dann gehen wir nochmal nach da oben. Geil, das kann man blocken. Gut, dass ich das jetzt auch weiß. Ich dachte mir, ich probiere es einfach mal aus. Oh Mann, ey. Dieses Game. Learning by doing, Freunde. Man ist natürlich nicht nach dem ersten Mal spielen Meister in diesem Spiel. Aber es wird langsam. Wo kommen die denn? Ja. Komm schon. Na. Ich wollte eigentlich diese Fähigkeit einsetzen. Ja. Ganz ruhig, Freunde. So, der andere Kollege mit seinem Gewehr, der war doch hier. Schau mit dir. Keramiksplitter haben wir auch noch erhalten. Schön. Was war hier jetzt? Achso, hier waren diese Halunken, die wir noch... Ach, die sind wieder respawned. Ach, krass. Ah. Oha, man kann dann immer wieder gegen die kämpfen. Okay. Ich will natürlich jetzt nicht nochmal gegen die kämpfen, weil die waren schon ziemlich stark. Was kann man denn hier oben noch sehen? Nichts mehr? Ach, von hier aus hätte man sich an diesen einen Typen daran schleichen können, sehe ich gerade. Ach, Mist. Hätten wir das mal vorher gesehen. Aber hier ist sonst, glaube ich, nichts mehr, ne? Nee. Okay. Hier auch nicht in der Ecke so. Okay. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dieser Folge. Sehen uns dann in der nächsten wieder. Und können hier sogar tatsächlich hochgehen und da unten auch. Ja, cool. Und schauen mal, wie es dann weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.